Hallo an alle und willkommen zu einem neuen Video. Kürzlich hat sich jemand in Deutschland mit dem West-Nil-Virus angesteckt. Und was das für uns bedeutet, da diese Krankheit eigentlich nur in den Tropen vorkommt, das seht ihr in diesem Video. Also bleibt dran. Das West-Nil-Fieber ist eine Virusinfektion, die durch Mücken übertragen wird. In der Regel kommt das Virus in Vögeln und in Säugetieren vor. Das heißt, es kann zum Beispiel in Pferden vorkommen. Und wenn jetzt eine Mücke ein Pferd sticht und dann danach einen Menschen sticht und dieses Pferd mit dem West-Nil-Virus infiziert war, dann kann es sein, dass auch der Mensch infiziert wird. In der Regel kommt das Virus in den Tropen bzw. im afrikanischen Raum vor und ist dort sehr, sehr stark verbreitet. In Europa bislang allerdings nicht. Also wir kennen diese Krankheit hier eigentlich nicht. Was sind die Symptome? 80% der Infizierten merken gar nicht, dass sie infiziert worden sind. Das bedeutet, sie haben eine sogenannte blinde Form der Krankheit. Sie zeigen keinerlei Symptome und merken gar nicht, dass sie das Virus in sich tragen. Knapp 20% haben grippeähnliche Symptome. Das bedeutet Hautausschlag, Fieber, Hautschwellungen oder Halsschmerzen. Das Ganze ordnen sie aber, wie gesagt, meistens eher einer Grippe zu, weil das Ganze so aussieht. Also die Symptome ähneln sehr stark einer Grippe. Und bemerken auch dann häufig nicht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben. Und unter 1% hat tatsächlich schwerwiegendere Folgen. Also diese Menschen können zum Beispiel eine Hirnhautentzündung bekommen. Das kann leider sogar tödlich ausgehen. Also das West-Nil-Fieber kann, wenn es schlecht läuft, sogar gefährlich werden für das eigene Leben. Das Ganze ist aber recht selten. Ja, wie bereits erwähnt, kommt diese Krankheit eigentlich in warmen Gebieten vor und in Europa kennen wir sie nicht. Doch dadurch, dass es durch die Klimaerwärmung auch hier wärmer wird, werden die Lebensbedingungen für die Mücken, die dieses Virus übertragen, auch hier besser und es könnte sein, dass sich die Mücken hier ansiedeln. Im Zuge der Globalisierung ist es nämlich schon häufig vorgekommen, dass eine Mücke aus einem Teil der Erde auf den anderen Teil der Erde transportiert wurde. Also vielleicht wisst ihr, dass Mücken die Eier immer in kleine Wassermengen ablegen. Beispielsweise beim Reifentransport kommt es immer wieder vor, dass in der Innenseite der Reifen kleine Wassermengen gespeichert sind. Und wenn eine Mücke in diese kleinen Wassermengen zum Beispiel ihre Eier legt und dann diese Reifen nach Europa transportiert werden, dann kann es passieren, dass die Eier dort schlüpfen und sich dann die Mücke dort auch verbreiten kann, wenn die Temperaturen stimmen, also wenn die klimatischen Bedingungen ähnlich sind, wie zum Beispiel im asiatischen oder im afrikanischen Raum, wenn das Ganze vergleichbar ist, natürlich nicht genau gleich, aber doch recht ähnlich, dann kann es sein, dass die Mücke sich auch hier ansiedeln kann und dann kann es zumindest in der Theorie sein, dass auch hier Krankheiten übertragen werden. Denn wie bereits erwähnt, hat sich tatsächlich eine Person hier in Deutschland mit dem West-Nil-Fieber infiziert. Diese Person war nicht in den Tropen unterwegs gewesen vorher, sondern war hier in Deutschland geblieben. Und so scheint es, als hätte eine Mücke, die diese Krankheit in sich trägt, es geschafft, irgendwie nach Deutschland zu kommen und dort einen Menschen zu infizieren. Trotzdem sagen Experten, wir sollen jetzt nicht in Panik verfallen. Es ist in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass von Mücken eine große Gefahr ausgeht, also dass wir auch hier Mücken bekommen, die zum Beispiel Krankheiten wie das West-Nil-Fieber oder Malaria übertragen. Dennoch besteht natürlich die theoretische Möglichkeit und das auch aufgrund der Temperaturveränderungen, die wir ja aktuell haben. Und deshalb muss man sich diesem Thema bewusst werden und auch versuchen, frühzeitig und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt mir mal eure Meinung zu der Thematik in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hier gibt es jeden Sonntag neue Videos. Macht's gut, bis dann.